Einen wunderschönen guten Abend beim 38. Spieltag der DEL 2 und beim heutigen Spiel in der Bietigheimer EG Trans Arena. Da empfangen die Steelers die selber Wölfe. Schaffen es auch, den Puck im Drittel zu halten. Schön rüber gespielt. Und das 1:0. Ryan Grubb. Schön angespielt. Und über die Stockhand von Michael Pitzer. Wir sehen es hier nochmal. Kommt der Pass von Jack Doremus. Zack, oben in die Ecke. Auch gut, dass Moser den Stock nicht dazwischen hält und einfach mal durchhält. So, jetzt Möglichkeit für die Gäste und Tor. Da ist das Tor. Nummer 16, El Janko Rasmus. Ja, stand da ganz allein. Ja, das war viel zu einfach gemacht. Wir sehen jetzt hier die Nummer 9. Jordan Knackstedt spielt rüber. Und da steht Rasmus Heljanko da, wo er stehen muss. Und wow, eine Möglichkeit für die Gäste. Ein und an. Und Olafur Schmidt. Wow. Zweimal Sieger gegen Chad Besson. Jetzt vielleicht. McDonald zieht Richtung Michael Pitzer, aber wieder gefährlich. Ja. Solange das jetzt noch ein bisschen so vor sich hin plätschert. Kurz für euch, Anne, jetzt, Moment. Möglichkeit. Mark Mini steht da jetzt vor. Ah, fast. Also ich habe den schon drin gesehen hier. Ja, jetzt schnell ins Drittel gekommen. Ja, Moser. Nochmal ein Schuss an. Starker Save von Pitzer, der die Beine zumacht. Was ich meine, dass unsere jetzt eine Möglichkeit. Nichts wieder zu viele Möglichkeiten zuzulassen. Und jetzt die nächste wieder. Jetzt und Tor. Tja, die Nummer 47, Nick Miglio, steht goldrichtig. So, hier. Er steht ganz alleine vor dem Slot und zack, 2-1. Ja, das sind diese kleinen Fehler wieder auch in der ersten Halb. So, jetzt dann. Und ein Eigentor, ne? Ich glaube, die Steelers haben sich den selber reingesetzt. Ja, so habe ich es auch gesehen. Ja, 3-1. Mal gucken, wem das Tor gut geschrieben wird. Schauen wir nochmal an. Hier dann der unnötige Pass von Hinz, glaube ich. Und dann zwei im Slot quasi vor Olafur Schmidt. Und das war... Jetzt hier nochmal, ich meine Ryker Killens, der dann die Kelle hinhält. Ja, Willem. Da ist von der blauen Linie Pascal. Das wäre die passende Antwort gewesen. Ja. Psychologisch sehr wichtig, den Anschluss zu treffen. Da ist Zalagosic an. Sehr schön. Abgefälscht. Ja. Ah, dann geht der Puck so, vor. So ein Raum ist die das jetzt. Ja. Die Gäste wieder komplett. Ist die das noch im Angriff? Doremus spielt zurück auf Moser, aber der scheint auch an Pitzer. Können auch nicht an die Leistungen der letzten beiden Heimspiele anknüpfen. Aber jetzt hier wieder völlig unnötig der Puckverlust und Tor. Ja. Ja. Grubb verliert hier den Puck gegen Knackstedt. Der legt auf und es steht 4:1. So einfach geht es hier mit dem Puckverlust. Und da steht, ich glaube, es war wieder Kolo Pailo, der das Tor geschossen hat. Was mir auffällt, ist, dass Rust gar nicht spielt heute. Ja, im ersten Drittel war er auf dem Eis, habe ich ihn gesehen. Aber dann rein nicht mehr. Oh, jetzt nächste Möglichkeit. Und 5:1. Da tanzt er ihn aus. Und jetzt war es der Kolo Pailo. Jetzt war es der Kolo Pailo. Und es steht 5:1 für die Gäste hier. Mutter Seelen allein. So, und jetzt haben wir hier Buhrufe und Pfiffe in der Arena. Und wenn ich es richtig sehe, auch Zuschauer, die die Halle auch verlassen. Treschka. Ja, selbst spielt es super ruhig. Knackstedt. Und Tor. Ja. Ja, ich glaube, es war McNeil auf Zuspiel von Knackstedt. McNeil dürfte abgefälscht haben und es steht 6:1. So, schön den Puck laufen gelassen, aufs Tor gezogen, da steht dann einer. Guck mal, ob er dran gewesen ist. Ja, sieht man hier leider nicht. Da war eine kurze Bank und hinten drin, als dann, oh, jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit für die Gäste.
versucht das selber, ist immer noch dran und Tor. Ja, ja, da kann er einfach einmal außen rum, der Chad Besson, und sich die Ecke quasi aussuchen. So, schön gemacht. Leon Dubrava ohne Schläger dann. Ja, keine Chance. Darf dem jungen Leon keinen Vorwurf machen? Nein. Hat jetzt Cole McDonald den Schläger ins Gesicht bekommen von Mark McNeil, unbeabsichtigt. Und ja, da haben wir die Bravehearts ausgerufen und dann haben alle gekämpft. Ich glaube, das wird nicht mehr eintreten. Das Spiel ist jetzt in dem Moment zu Ende. Die selber Wölfe, die siegen bei den Steelers in Bietigheim mit 7:1.